Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt: Wenn der gläubige Diener das Ende seiner Zeit in dieser Welt erreicht hat und anfängt, in das Jenseits überzugehen, kommen Engel mit weißen Gesichtern, welche so aussehen wie die Sonne, aus dem Himmel zu ihm hinab. Also die Engel steigen hinunter. Sie bringen ihm die Leichentücher aus Hanut. Hanut ist ein wohlduftendes Parfümgemisch, um den Körper damit also zu parfümieren. Hanut. Also Hanut benutzt man auch bei der Waschung, ja, also bei der Totenwaschung. Also die Engel kommen dann mit Leichentüchern und Hanut des Paradieses. Sie setzen sich vor seinen Augen. Dann kommt der Engel des Todes und setzt sich neben seinen Kopf und sagt: O gute Seele, komm zur Vergebung und zum Wohlgefallen Allahs heraus. Ja Rabbi, lass uns diese Worte hören, wenn wir sterben. Also wird sie herauskommen, wie ein Tropfen Wasser aus dem Mund der Regenhülle kommt. Und der Todesengel wird sie nehmen. Wenn er die Seele entnommen hat, werden die anderen Engel sie nicht für einen Moment in seinen Händen lassen. Sie nehmen sie sofort, hüllen sie in das Leichentuch und parfümieren es mit dem Hanut, und es tritt von der Seele ein Duft hervor, wie das wohlduftendste Moschus, Misk, welches auf der Erde zu finden ist. Sie nehmen die Seele hinauf, also in den Himmel, und wann immer sie mit ihr an einer Gruppe von Engeln vorbeikommen, sagen sie, die Engel dann im Himmel, die Wächter, sie fragen: Wer ist diese gute Seele? Und sie antworten daraufhin: Es ist der so und so, der Sohn des so und so. Also es ist Person XY, der Sohn von Person XY. Sie benutzen die schönsten Namen, mit denen er einst in dieser Welt gerufen wurde. Dein Lieblingsname, ja, mit dem du in der Dunya gerne genannt wurdest. In jedem Himmel begleiten ihn jene Engel zum nächsten Himmel, die am nächsten zu Allah sind, bis sie den siebten Himmel erreichen, wo Allah sagen wird: Nehmt das Buch meines Dieners in Illiyun. Illiyun ist ein Buch, ein Verzeichnis, in dem die Rechtschaffenen aufgelistet werden. Also tragt ihn ein in dieses Buch der Rechtschaffenen, möge Allah uns in dieses Buch eintragen. Und bringt ihn zurück zur Erde. Also die Seele wird emporgehoben in den Himmel, und wenn sie dann dort angekommen ist, dann bekommen die Engel den Auftrag: Okay, der wurde eingetragen in dieses Verzeichnis, bringt ihn zurück in die Erde. Ich habe sie, Allah sagt weiter, in diesem Hadith, den der Prophet erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, und bringt ihn zurück zur Erde. Ich habe sie daraus erschaffen, ich werde sie dahin zurückbringen und ich werde sie davon erneut auferstehen lassen. So wird seine Seele zurück zur Erde gebracht. Zurück zur Erde, also wann? Ja? Nein, das ist jetzt eine Person, die gestorben ist. Das ist jetzt nicht, also am Yawm al-Qiyamah. Ja? Genau, nach der Beerdigung. Das heißt, die Seele kommt in den Körper zurück nach der Beerdigung. Dann wird die Seele wieder in den Körper eintreten. Zwei Engel werden zu ihm kommen und werden ihn aufrecht hinsetzen. Also das heißt, jetzt beginnt gerade das Leben im Grab. Das ist also jetzt der erste Moment. Nachdem er beerdigt wurde, der Mensch, kommt die Seele wieder zurück in den Körper. Jetzt müssen wir aber wissen, liebe Geschwister, jetzt beginnt das Leben der Seelen und nicht des Körpers. Also nicht, dass jemand denkt, wenn ich jetzt aufmache, finde ich jemanden, der so sitzt. Der Körper, der verwest jetzt, der wird jetzt
Verwesen, also vergehen. Das, was jetzt passiert, er wird sitzen, er wird reden, er wird dies tun, er wird jenes. Wer macht hier etwas? Die Seele. Das Leben des Barzach, also diese Zwischenwelt, also das Leben im Grab, ist ein Leben der Seelen alleine. Das Leben der Dunya ist ein Leben des Körpers. Ja, es gibt natürlich auch seelische Schmerzen, aber nicht in der Form, wie es tatsächlich ist, wenn die Seele alleine lebt, wie in Al-Barzach, in der Zwischenwelt. Und Yawm al-Qiyamah ist es ein Leben des Körpers und der Seele. Also hier jetzt leben die Körper. Die Seele ist aber im Körper. Für Al-Barzach ist es ein Leben der Seele und nicht des Körpers. Und Yawm al-Qiyamah, Seele und Körper. Also zwei Engel werden zu ihm kommen und werden ihn aufrecht hinsetzen. Sie werden ihn fragen, wer ist dein Herr? Er wird antworten, mein Herr ist Allah. Wer sind die zwei Engel? Ja? Munkar wa Nakir. Sie werden ihn fragen, welches ist deine Religion? Er wird antworten, meine Religion ist der Islam. Sie werden sagen, wer ist dieser Mann, welcher zu euch gesendet wurde? Er wird sagen, es ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie werden ihn fragen, woher weißt du das? Er wird sagen, ich pflegte das Buch Allahs zu lesen und ich glaubte daran. So wird eine Stimme aus dem Himmel ertönen, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. So stattet ihn vom Paradies aus und kleidet ihn vom Paradies und öffnet für ihn ein Tor zum Paradies. So werden ihn Winde und Düfte davon erreichen und sein Grab wird ausgeweitet, soweit sein Auge reicht. Möge Allah uns dazu zählen. Wie kommen wir denn zu diesen richtigen Antworten? Diese Antworten, liebe Geschwister, sind nur ein Resultat, eine Zusammenfassung, ein Fazit deiner Antworten jetzt und heute. Normalerweise kriegst du die Fragen, dann antwortest du. Aber im Leben antwortest du zuerst und die Fragen werden erst im Grab gestellt. Aber dann kannst du nicht deine Antworten ändern oder verbessern, wenn du nicht richtig geantwortet hast in der Dunya. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Sind Fragen über praktische Aspekte und nicht über theoretische. Die Antwort ist eine theoretische Antwort. Du sagst, mein Herr ist Allah. Aber die wahre Antwort in der Dunya, die ist nicht theoretisch, sondern sie ist praktisch. Du beantwortest die Frage, mein Herr ist Allah, indem du tatsächlich betest, indem du tatsächlich fastest, indem du tatsächlich Koran liest, indem du den Islam lebst. Und genauso die Frage, was ist deine Religion? Wenn du nicht nach dem Islam lebst, wirst du nicht sagen, meine Religion ist der Islam, auch wenn du die Antwort auswendig gelernt hast. Das bringt dir nichts. Sondern das sind Fragen, die praktisch beantwortet werden und nicht theoretisch. Und diese mündliche Antwort, wie gesagt, ist nur eine Zusammenfassung deines Lebens. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, so wird ein Mann mit schönem Gesicht, guter Kleidung und angenehmem Geruch zu ihm kommen, welcher sagen wird, freue dich über die Botschaft, freue dich über das Wohlgefallen Allahs und über Gärten, in denen es ewigen Segen gibt. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Der Tote wird ihm sagen, wer bist du? Dein Gesicht deutet nur auf Gutes hin. Er wird sagen, ich bin deine guten Taten. Daraufhin sagt er, der Tote, mein Herr, beschleunige das Eintreten der Stunde. Also wenn das jetzt schon so schön ist, wie wunderschön ist es dann erst im Paradies. Ja Rabbi, lass Al-Qiyamah jetzt beginnen. Möge Allah uns diese frohe Botschaft in unseren Gräbern geben. Deine Taten werden dich in Form eines Menschen begegnen. Ja Rabbi, vergib unsere Sünden und helfe uns, gute Taten zu vollziehen. Und wandle unsere Sünden um in gute Taten. Deine guten Taten, deine Gebete, dein Fasten und so weiter und so fort,
das wird eine Person werden im Grabe, die mit dir reden wird. Möge Allah mit unseren Verwandten gnädig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Verwandten, die leben, als Muslime sterben lassen. Das heißt, du begegnest deinen Taten im Grabe und diese Taten werden dir diese frohe Kunde berichten.